Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute geht es mal um eine Funktion dieses Motorrads, der KTM Duke 690, die ich kürzlich mal verwendet habe. Nicht weil ich es musste, aber weil es sich halt angeboten hat. Es hat halt geregnet. Und deswegen habe ich halt mal den Rain-Modus gemacht, eingestellt. Ich wusste damals noch nicht wirklich, wie das funktioniert. Aber ich habe es dann halt durch Ausprobieren einfach herausgefunden. Und ja, Ride-by-Wire habe ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Und das ermöglicht natürlich, dass man mit dem elektronischen Gas entsprechend verschiedene Modi einstellen kann, wie stark das Motorrad auf den Gasgriff reagiert und wie früh die Traktionskontrolle im Endeffekt einspringt. Und hier habe ich halt drei Modi. Ich fahre eigentlich 99% der Zeit auf dem Street-Modus, der voreingestellt ist, den auch die normale Duke 690 hat. Aber wenn man sich das Trackpack holt, dann hat man halt drei Modi zur Wahl und kann dann halt zwischen Street, muss mal kurz schauen, Street, Sport und Rain wechseln. Das funktioniert eigentlich ganz easy. Man muss halt nur das Gas wegnehmen und dann den Set-Knopf auf der jeweiligen Auswahl länger festhalten. Das probieren wir gleich mal aus. Wenn ich hier ein bisschen geradere Strecke, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier lang gefahren bin, aber ja, ist ja auch egal. 4 mit Ausfahrt, sehr schön. Sehr schön. Ruhige Gegend, freuen wir uns alle. Gut, also hier müsste es gleich, glaube ich, hoffentlich ein bisschen besser werden. Ja, schöne Blümchen. So, also Street-Modus, den habe ich ja jetzt die ganze Zeit benutzt. Ich weiß nicht, ob im Rain-Modus gedrosselt wird von der Leistung, aber im Street-Modus habe ich halt eine recht giftige Gasannahme. So, jetzt wechsle ich mal in den Rain-Mode. Gas weg, festhalten. Jo, so, in den Rain-Mode gewechselt. Also die Gasannahme ist trotzdem noch spürbar, also man hat schon das Gefühl, dass man Gas gibt, aber man merkt auch schon, dass es so ein nicht verzögert, aber weicher funktioniert. Also dieser Moment, wenn es dann halt wirklich ans Gas geht, an die Umsetzung des Gasbefehls, ist halt spürbar sanfter. Also nicht ganz so brutal, wie man das jetzt vom Street-Modus kennt. Merkt man natürlich besonders beim Anfahren, was natürlich auch Sinn macht, weil das ist auch der kritischste Punkt, würde ich sagen. Wenn man halt Gas gibt und anfährt, dass einem das Hinterrad weggeht. Und das ist hier deutlich sanfter. So, jetzt schalte ich noch mal zurück in den Street-Modus. So, also hier ist der Weg, bis das Gas reagiert, deutlich. Also hier ist das, man muss schon fast 20% aufdrehen, bis hier überhaupt was passiert. Also das ist schon ein komisches Gefühl, weil man ja die volle Power oder die Power erst verzögert mitbekommt, aber es ist halt deutlich sanfter und das bietet sich natürlich dann entsprechend im Regen natürlich an, wenn es glatt ist, dass man da keine Faxen macht. Auch da, wenn man jetzt hier Gas gibt in der Kurve, auch das ist ein bisschen sanfter. Also wenn ich mit dem Street-Modus fahre, dann muss ich halt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass ich aufpassen muss, aber ich muss halt, ich kann halt nicht einfach nur volle Kanne Gas geben. Also das geht nicht. Zwar die Traktionskontrolle würde zwar eingreifen, aber es macht dann halt schon einen Unterschied. So, jetzt wechsle ich mal direkt in den Sport-Modus. Ja, also hier ist es so, also beim Street-Modus braucht man halt ein bisschen, also schon so ein bisschen Gas, um was zu machen, aber hier sobald das Gas angenommen wird, geht das Ding ab wie Schmitz Katze. Also das ist heftig.
Also das ist schon, das ist für die normale Fahrt ist das fast schon zu aggressiv, wenn ich das so beschreiben kann. Also man hat auch keinen Weg hier oder keinen Leerlauf, keinen Spielraum, in dem man sich bewegen könnte, bevor das Ding abgeht, wie sonst was. Also schon bei kleinsten Bewegungen des Gasgriffs, das ist schon heftig. Klar, das bietet sich natürlich an, wenn man auf einer Rennstrecke ist, dass man halt wirklich ja ohne Verzögerung die volle Power bekommt und dann natürlich auch sofort angasen kann. Aber das ist hier bei minimal, also schon bei Bodenwellen ist es halt so, dass das Gas abgeht. Das ist schon ja ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich. Also anders kann man es nicht beschreiben. Es ist schon ja anders. Zwei Ducatis. Wunderschön. Kann ich mich hier durchschlängeln? Jo. Also es ist schon anders. Also wie ein anderes Motorrad. Also das muss ich ganz klar sagen. Also ein viel giftigeres Motorrad, das viel direkter arbeitet. Es ist schon, ja, es ist schwer zu beschreiben. Also es ist halt wirklich ohne Verzögerung sofort, wenn man das Gas minimal bewegt, hat man die volle Leistung zur Verfügung. Also so kann man es im Grunde beschreiben. Bei Street ist es ein bisschen verzögert, bei Rain ist es noch ein bisschen stärker verzögert, noch ein bisschen weicher. Und ich glaube auch hier, dass die Traktionskontrolle hier deutlich später einsetzt. Und also hier klingt das Motorrad auch von diesem Brab, was man ja macht bei niedrigen Drehzahlen halt hochziehen. Klingt es ein bisschen giftiger, das ist natürlich spaßig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für so Serpentinen oder sowas ganz gut ist, dass man halt wirklich vom ersten minimalen, jo, fahr den mal rein, minimalen Gasgriff dann volle Power hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz cool ist und dann natürlich auch Spaß macht. Ob es jetzt gefährlich werden könnte, weil das ist jetzt hier übelst aggressiv, also sofort volle Power, das ist das ist schon krass. Also, man kann es schwer beschreiben, wenn man es nicht fühlen kann. Normalerweise muss ich das Gas halt ein bisschen öffnen, bevor überhaupt was passiert, aber hier ist es halt sofort volle Power und das ist wie, als ob man dem Motorrad nochmal ein paar PS mehr spendieren würde. Das ist schon krass. Also wenn, ich kann mir gut vorstellen, wenn man so in der Stadt fahren würde und dann halt, drück dich mal hier, so in der Stadt fahren würde und dann, das ist krass, also das ist, das macht schon Spaß, aber wenn man in der Stadt fahren würde und mit Bodenwellen oder so, dann wird das Motorrad, glaube ich, auch unruhig. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass der Street-Modus so minimal verzögert wird. Also wenn ich hier den Gasgriff minimal bewege, tut sich schon was. Bei diesem Street-Modus ist halt minimal verzögert, sodass ich so ein bisschen Spielraum habe. Bei der Honda war der Spielraum viel größer, da waren es halt wirklich 2 mm, da passierte gar nichts und dann kam dann irgendwann mal was. Aber hier ist es halt so, dass ja, zumindest in diesem Sportmodus halt sofort was passiert. So, ich mach mal kurz Street-Modus wieder. Ja, also das ist, ich weiß im sechsten Gang, aber trotzdem, man merkt schon, dass es so ein bisschen verzögert ist. Also das Motorrad ist im Sportmodus einfacher zu vorherzusehen, was es macht, weil es sofort die volle Power zur Verfügung steht und man dann natürlich darauf gefasst ist, dass da jetzt ordentlich Leistung kommt. Wow, das war ein kleiner Rutscher hinten. Dass da ordentlich Leistung kommt, aber für die alltägliche Fahrt ist es halt so, dass man mit diesem Street-Modus angenehmer fahren kann. So, jetzt leider der Akku gerade
leer gegangen, sodass ich mal kurz zwischenladen musste, beziehungsweise den Akku wechseln und das dann halt wieder anstecken zum Laden. Ja, grundsätzlich ist natürlich praktisch, dass man die Möglichkeit hat zu wechseln. Ob man das jetzt wirklich braucht, weiß ich nicht, weil der Street-Modus eigentlich ganz gut ausbalanciert ist von der Aggressivität und der, ja, wie man eigentlich in jeder Situation klarkommt. Ich bin damals im Regen zuerst im Street-Modus gefahren, weil ich halt einfach generell erstmal nicht wusste, wie man den Modus halt wechselt. Und dann habe ich halt einfach mal ausprobiert, wie das funktioniert, und bin dann halt vom Street-Modus in den Rain-Modus gewechselt und entsprechend, ja, war das dann halt ein bisschen einfacher zu fahren. Aber der Sportmodus, sagen wir mal, ist halt wirklich schon fast zu aggressiv, wenn man möchte. Und deswegen, halt, ja, ob man das jetzt wirklich benötigt bei der normalen, weiß ich nicht. Vermutlich ist die Motorschleppregelung und was man da sonst noch kriegt für die durch dieses Trackpack dann wirklich sinnvoll. Ob ich jetzt wirklich 300 Euro dafür bezahlen würde, ich glaube nicht. Also wenn ich eine Duke hätte und den Street Motor, dann würde mir das reichen, und ja, auf den Rest muss man halt entsprechend verzichten. Ja, das war's mit diesem kleinen Video zu den Modi der Duke 96 und 96R, und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.